So, wir haben gestartet, die Mob-Station wurde aufgebaut und unser kleiner Jedi war unterwegs, ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Und er hat angekündigt, dass er gerne seine Mobs sauber machen möchte. Und jetzt bin ich gespannt. Er nimmt jetzt Anlauf. Er fährt jetzt in seine Station. Natürlich mit dem Hintern zuerst. Denn da sind ja auch die Mobs dran. So. Und jetzt schauen wir mal. Gleichzeitig Strom auf, das erkennen wir an dem Ring. Und jetzt hat er das Wasser eingeführt in diese Becken, die wir gesehen haben. Nun wird gereinigt. Vorher war er jetzt in der ganzen Wohnung unterwegs und hat erstmal nur gesaugt und dabei kartografiert. Jetzt kennt er quasi unsere Räume, unsere Wohnung. Und jetzt ist er unterwegs mit den Mobs und wischt und wischt und wischt. Und ich muss sagen, bisher bin ich sehr begeistert von der ganzen Leistung. Zumal wir vor 2, 3 Tagen durchgesaugt haben und das, was er alles noch gefunden hat im Staub, war schon bemerkenswert. Normal ist er auch sehr gesprächig, muss ich sagen. Das heißt, wenn was passiert, dann wird hier auf Englisch gut kommuniziert und auch laut genug. Das heißt, ich habe auch gehört, dass seine Mobs wohl dreckig waren und ja, jetzt wird wieder gereinigt. Genau, da sieht man die Tage. So, jetzt glaube ich, ist das Wohnzimmer auch dran. Nee, er geht wieder zurück. Okay. Lustigerweise hat er zuerst das Wohnzimmer kartografiert und dann eben die anderen Zimmer. Und jetzt hat er aber mit den anderen Zimmern angefangen. Und hier sehen wir die Becken. Okay, da ist auch ein bisschen was an Dreck. Ich bin mal gespannt, wie das hier noch gereinigt wird. Auf jeden Fall macht das ganze System einen sehr stabilen Eindruck und auch einen sehr hochwertigen Eindruck, muss ich sagen. Was wir hier zum Beispiel auch sehen, sind die Tanks. Hier sehen wir auch wirklich sehr schön, sehr einfach der frische Tank. Da kommt das frische Wasser rein. Den hatte ich jetzt so 3/4 voll gemacht. Jetzt ist da nur noch gefühlt 1/3 drin. Respekt. Da braucht man viel Wasser. Und hier ist quasi das dreckige Wasser drin. Und ja, das sehen wir schon. Sehr krass. So. Mal sehen. Ich gebe euch nachher noch ein Fazit. Und seid gespannt, wie am Ende die Wohnung aussieht.